Es war einmal Charlize Theron. Sie gilt als eine der schönsten Frauen Hollywoods und talentiert ist sie zudem. Den Beweis-Oscar hat die Schauspielerin daheim stehen. Zurzeit spielt die Hollywood-Schönheit überzeugend die wirklich durch und durch böse Königin in Snow White and the Huntsman. Obwohl Charlize eigentlich 100%iger Kinostar ist, hat sie im Jahr 2005 einen Abstecher auf die kleine Leinwand gewagt. In der Comedy-Serie Arrested Development spielte sie in Season 3 gleich 5 Folgen lang eine geistig zurückgebliebene Britin namens Rita, die fast Michael Bluth geheiratet hätte. Übrigens wird die längst abgesetzte Show nächstes Jahr auf Netflix neue Folgen bekommen, wahrscheinlich ohne Charlize Theron. Aber wenn sie nicht gestorben ist, dann dreht sie auch noch heute.